Hallo und herzlich willkommen bei Mesh unter Messer, Staffel 4, Folge 4. Wir sind heute die wundervolle Dela. Hi. Und ich auch, das Frettchengesicht unter den Podcastern. Wir besprechen heute wieder eine Folge Mesh. Diesmal die Episode Guter Schuss, Margaret. Und wir machen das wie in den letzten Episoden auch. Das heißt, wir gucken die Folge dabei live. Wir zählen jetzt gleich bis 3 runter und starten dann die Folge. Und wenn ihr mitgucken wollt, könnt ihr das dann auch machen. Es genau. Geht jetzt los in 3, 2, 1, Start. Wir haben wieder ein Intro. Flo, wie ist denn der Originaltitel für diese Folge? Der Originaltitel ist It Happened One Night. Es ist die 76. Episode der Serie. Ausgestrahlt am 26. September 1975. Ja, und ja, und das war's schon mal so mit den grundsätzlichen Sachen. Also Regie war wieder Gene Reynolds, geschrieben von Larry Gelbart und Simon Manta. Das sind also alles, da bist du, einem Manta kenne ich jetzt nicht, aber Larry Gelbart und Gene Reynolds, Mesh-Veteranen. Und wir sind jetzt, glaube ich, schon richtig drin in der neuen Besetzung. Und wir sind im Winter. Es ist schlechtes Wetter angekündigt und es ist schweinekalt. Ja, nachdem ich vor 2 Folgen noch gesagt habe, ich glaube, es ist Sommer. Aber das hatten wir schon öfter, dass das wechselt. Ja, und vor allem, es ist mit Stromausfällen zu rechnen, weil wohl feindlicher Beschuss zu arbeiten ist, beziehungsweise schon stattgefunden hat. Der Titel It Happened One Night ist übrigens derselbe oder eine Referenz auf einen Oscar-gewinnenden Film von 1934 mit demselben Titel, wobei es inhaltlich da gar keine Verbindung zu gibt, aber naja. Ja, Reuter friert sich gerade den Arsch ab. Er hat sich auch unter seine Kopfhörer Ohrwärme gebastelt. Bin mir nicht sicher, ob das für die Audioqualität so gut ist. Naja. Und er weckt Hawkeye. Na, Hawkeye wacht nicht auf. Hawkeye ist tot. Tot und eingezogen. Aber er hat Dienst. Und muss aus allen seinen Decken raus, die er über hat. Und er fragt, ob er Raider ihn für $1 mit seinem Kopfkissen erstickt. Und es scheint echt Wetter zu sein, weil als BJ gerade zur Tür reinkam, wehte auch gerade das halbe Camp mit nach drinnen. Ja. Also scheinbar ist BJ mit seiner Schicht gerade fertig, denn er macht quasi die Patientenübergabe gerade und versucht sich einen Kaffee zu machen, der aber in Schneebälle gefroren ist. Aber wirklich schön rund. Sehr realistisch. Ah, es ist ein Golfball gewesen. Okay. Ich dachte schon, was ist das für komisches gefrorenes Wasser? Tja, und es gibt natürlich auch Probleme mit Patienten. Ja, aber Raider deckt BJ zu und kriegt gesagt, wenn der Krieg mal vorbei ist, wirst du eine Supermutter. Ja, richtig süß. Naja, Hawkeye wenigstens einen Kaffee im Messezelt. Diesmal einen heißen. Und Klinger hat eine schönen Pelzmantel, damit er nicht so friert. Aber er hat seinen Helm auf. Klinger hat MacArthur ein Bild geschickt, wo er Strapse trägt. Und MacArthur hat ihm ein Bild zurückgeschickt, auf dem er Pfeife raucht. Und wir haben einen neuen Menschen da sitzen. Ja, ein Milchbubi. Der sieht doch aus wie 12. Ja, schon. Der sieht jünger aus als Raider. Ja. Und der Helm ist viel, viel, viel zu groß für ihn.
Und der Mitternachtsimbiss ist eine Dose Bohnen aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Englischen haben sie es übersetzt, ja, das sind Has-Beans. Ja, im Deutschen sagen sie einfach nur, das sind echte Scheißbohnen. Ach ja. Okay, der neue Soldat ist nicht unbedingt ein Profi. Er hat gerade aus Versehen mit seiner Dienstwaffe auf die Truppe gezielt. Ja, passiert. Vader kommt ins Zelt von Margaret und verfängt sich erstmal in ihre Unterwäsche und fühlt sich sehr, naja, erst unwohl und dann doch ein wenig begeistert. Erstmal die Handschuhe, die warmen. Und damit wird dann Margaret geweckt. Ja, sie denkt aber, es ist Frank. Ja. Falls nicht Frank ist, erschreckt sie natürlich. Das ist übrigens eine Episode, die gar keine Außenaufnahmen auf der Fox Ranch hatte, sondern die komplett im Studio gedreht wurde. Und sie macht die ganze Zeit Vader dumm an, wie lange er da schon gestanden hätte, und da ist er ein Perverser, und um das zu bestätigen, verfängt er sich natürlich auch komplett in ihre Unterwäsche. Na gut, die hängt aber auch wirklich im Weg rum. Hingen da auch Strapse? Ich glaube schon. Ja, hat sie die von Klinger geklaut? Ja, Hawkeye ist jetzt im OP, er macht die Ablösung mit Frank. Frank ist sauer, weil er sich noch die Zeit genommen hat, einen Kaffee zu trinken, und mault ihn natürlich die ganze Zeit an. Aber Margaret, die genauso 10 Minuten zu spät war, sogar ein bisschen mehr, die mault er natürlich nicht an. Hat Margaret da einen Stift im Kopf? Ich glaube schon, ja, hat sie. Das, aber nicht hinterm Ohr, sondern wirklich im Schädel. Lustig. Nee, in der Haarnadel. Ach, das ist eine Haarnadel, du hast recht. Die hatte ich gar nicht gesehen. Ja. Frank regt sich darüber auf, dass der Patient schon 10 Einheiten Blut verbraucht hat. Und wird gefragt, ob er stattdessen das Zelt damit streichen will. Also Frank ist wieder Kompetenz pur und naja. Da ist der nächste Patient, der viele Schläuche drin hat und nicht gut gelaunt ist. Und Frank ist wie immer ein Arschloch und denkt, er ist nur ein Simulant. Ja. Und der Patient will nicht, dass Frank ihn anfasst. Das würde ich auch nicht wollen, um ehrlich zu sein. Ja. Aber Hawkeye entschärft die Situation, denn er hat ja jetzt Dienst und einigt sich mit dem Patienten, dass sie jetzt eine ruhige Nacht haben werden, beide. Ich würde es ihnen wünschen. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber der nächste Patient ist, wie Frank flüstert, ein Chinese! Woraufhin Hawkeye sagt, warum flüstern sie? Er weiß bestimmt, dass er Chinese ist. Mit 13 gebrochenen Knochen, das muss schön wehtun. Und auch dieser Soldat sieht noch sehr jung aus. Und wir einigen uns da gerade drauf. Also Frank will eigentlich eine Wache für ihn einteilen, aber Hawkeye besteht ja gerade drauf, dass er die nicht braucht. Vor allem, Frank war die ganze Zeit mit diesem Patienten allein. Warum hat er das nicht schon längst gemacht? Nein, er hat es ja explizit Margaret angeboten, weil sie eine Frau ist. So würde ich das jetzt verstehen. Na gut, ja, das kann schon sein. Dabei ist Frank ein Frettchen. Er zieht jetzt seinen dicken Parker an. Und was ist denn da? Macht Psst. Ein Zettelchen? Oh, Margaret hat ihm ein kleines Briefchen zugesteckt. Und er grinst und zerreißt den Zettel. Und steckt es sich in die Tasche. Ja, und Hot Lips hat natürlich sich jetzt gewünscht, dass er ihr kleines Liebesbriefchen behält. Ja. Ich zerreiße alle deine Briefchen.
Margaret hat alles aufgehoben, was Frank ihr geschrieben hat, und Frank hat alle Liebesbriefe zerrissen. Da haben die beiden jetzt doch eine unterschiedliche Meinung. Das führt zu einem Konflikt. Und er sagt gerade, wenn ihr was passiert und sie beim Ausräumen des, des Zelts die Liebesbriefe finden, das ist überhaupt nicht gut. Also er macht sich keinen Kopf darum, dass sie getötet werden könnte, sondern darum, dass ihre Affäre auffliegt. Warum tragen wir da einen Benzinkanister durchs Camp? Vielleicht für die Generatoren. Na gut. Jedenfalls werden wir gerade beschossen und unser verletzter Soldat, der eigentlich ruhig bleiben soll, hat natürlich eine Panikattacke. Der mit den vielen Schläuchen, ja. Genau. Ja, der ist nicht psychisch nicht mehr so ganz auf der Höhe. Und Radar versucht zu telefonieren und die Schießerei zu stoppen, weil der Beschuss ist nämlich nicht vom Feind. Und er bekommt als Antwort nur einen Vorschlag, der anatomisch unmöglich ist. Hawker bekommt wohl denselben Vorschlag. Ja, und Vader soll jetzt Potter wecken, hat darauf eigentlich überhaupt keine Lust um diese Uhrzeit, aber es bleibt uns nicht viel anderes übrig. Und der neue Wachsoldat hat gerade Vader abgefangen. Alter, ich schieße, was soll ich denn noch halten? Ich stehe ganz still. Oh, Raider ist sauer und schimpft sogar auf dummes Schwein. Und Frank vernichtet gerade die letzten Liebesbriefe im Feuer. Ja, das sind diese winzigen Papierfetzelchen. Aber natürlich nur, damit sie ihm warm wird. Ja. Das bringt auch viel. Ja, und dann sind wir wieder bei Klinger, dem neuen Wachsoldaten. Und sie fragen Frank nach dem Passwort. Ja. Die Parole ist Karibik. Nein, ich dachte, es wäre Karibik. Ja. Frank schleicht sich ins Zelt von Margaret, wahrscheinlich um ihre letzten Reste auch noch zu vernichten. Ja. Und sie ist ja am Dienst. Erstmal Licht an und dann. Aber eine hübsche Lampe hat sie da. Ja. Ist das irgendwie eine Madonna oder sowas? Ich glaube schon. Und er schmeißt sie fast um. Während ihr ihre Schränke durchwühlt. Ja, und wir Trader, werden immer noch weiter beschossen, während Raider gerade versucht, Potter zu wecken. Potter, der wirklich ganz dick eingepackt ist. Und er kann tatsächlich auseinanderhalten am Geräusch, dass es unsere Granaten sind. Ja. Das stört die Patienten. Ach, dann widerwillig steht Potter auf. Möchtest du einen Helm haben, Sir? Nein, ich gehe direkt zur Latrine. Ja, und unser Patient, der das Blut verbraucht die ganze Zeit, kriegt jetzt zwei neue Einheiten, weil er eben immer noch mit Blutdruck und so weiter nicht so richtig auf der Höhe ist. Ja, also wenn du mich fragst, der blutet noch irgendwo. Und Potter scheißt gerade Leute am Telefon zusammen. Oh, sehr schön. Oh, böse Falle. Klinger wurde angeschossen von seinen Wachsoldaten. Ja.
Es ist laut Hawkeye ein Kratzer, aber Klinger macht das Ganze natürlich sehr melodramatisch. Naja, natürlich. Mama, Papa, Harry, Frieda, Paul. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich komme, Onkel Jake. Er blutet nicht mal. Mm. Er blutet nicht, aber er saftet laut Hawkeye. Wie saftet er denn bei dem kalten Wetter? Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie haarig Jamie Farr ist. Und natürlich ist Klinger ganz, ganz schlimm dran. Ja, ganz ehrlich, wenn er das Pflaster da abzieht, das tut mehr weh als die Verwundung. Und er kriegt natürlich den Hinweis, Klinger, wir sind hier unter uns, für mich brauchst du das Theater nicht spielen. Er hat mir meinen Arm weggeschossen und es ist kaum ein Kratzer. Ach, Klinger. Klinger soll ich hinlegen. Er sagt, er macht er lieber in seinem eigenen Bett. In Toledo. Sagt Hawkeye. Ja. Geht doch in dein Bett, nein, in Toledo. Und Hawkeye sagt ihm auch nochmal, also wenn es nach mir ginge, hätte ich dir schon lange eine Briefmarke auf die Nase geklebt, aber es geht halt nicht nach mir. Ja, der Beschuss geht natürlich immer noch weiter. Und unser Wachsoldat bedroht gerade Colonel. Potter fragt den Soldaten, warum fragen sie nicht nach der Parole? Und der Soldat sagt, ich kenne die schon. Und er hat ihn auch gefragt, Junge, du zitterst, hast du Angst? Nein, nein, das ist nur die Kälte. Dann bist du bescheuert. Ja. Hotlips hat eine Unterhose von Frank in ihrem Zelt versteckt, was ihn sehr aus dem Konzept bringt. Bist du sicher, dass eine von Frank war? Naja, das würde den Blick erklären. Vielleicht ist einfach nur das sehr sexy, sehr unsexy Hotlips. Ja, okay. Und Potter versucht wieder, den Beschuss irgendwie zu stoppen. Und als er auffliegt, sagt der Riesenarsch. Ja, aber immerhin, ich meine, von Henry kennen wir, dass er das am Telefon sagt. Ja. Und das nicht mit Absicht. Jetzt sind wir wieder im Patientenraum. Und Honeycutt ist scheinbar jetzt auch im Dienst. Mhm. Der Soldat hat noch 3 Einheiten Blut bekommen. Aber irgendwas stimmt immer noch nicht. Ja. Und BJ sagt, er hat aber wirklich alles zugemacht. Ja, also sie sind wirklich mit ihrem Latein am Ende. Und der Soldat hatte 18 Löcher in sich. Was für ein wundervoller Golfkurs. Ja. Oh Gott. Da jammert jemand sehr. Das ist Klinger. Okay. Er ist nackt in die Kälte gelaufen, um eine Lungenentzündung zu kriegen. Nee, er trägt immerhin noch sexy Unterhosen. Er will eine Lungenentzündung, er doppelt, er will nach Hause. Und die Pest, das ist alles, nur nach Hause. Masern, Typhus, Pest. Ein tödlicher Kratzer. Wenn du mich wieder gesund machst, töte ich dich. Eine Schreierei und Margaret sagt jetzt auch mal ein Machtwort. Während Frank weiter wühlt. Genau. Hat er gerade eine Gerte gefunden?
Ja, und grinst dabei. Was ist das? Ach, ein Expander, den er nicht auseinanderbekommt. Ein Messer? Mittlerweile schmeißt er Klamotten einfach auf den Boden. Und jetzt nimmt er das Messer und sucht geheime Fächer. Mhm. Und dazu... Ja, Potter hat sich wieder hingelegt und wird wieder von Granatenbeschuss geweckt. Und er schläft in einer Skimaske, was ich irgendwie unbequem finde. Vader hat gerade wieder vorausgesehen, wen er anrufen will. Ich habe auch das Gefühl, dass Potter bessere Kontakte hat, als Henry die hatte. Ich meine, gut, bis jetzt hat es noch nicht so richtig viel gebracht, aber... Ja, man merkt es schon, ja, dass er sich in dem ganzen militärischen Bereich besser auskennt. Und wir haben gerade die letzte Blutkonserve mit der richtigen Blutgruppe. Tja. Und das wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen. Und BJ beschließt gerade, wir müssen da noch mal ran. Mittlerweile muss sogar im Messezelt von freiwilligen Blutproben geholt werden, um zu gucken, wer denn die richtige Blutgruppe hat. Aber Klinger ist B-positiv. Zumindest in dieser Episode. In einer späteren Folge erfahren wir, dass er AB negativ ist. Und sie machen den Patienten fertig für die OP. Währenddessen gibt es weiterhin Explosionen. Aber ich finde es schön, dass das Klinger diese Jammernummer sofort abstreift und mit anpackt. Ja. Und also, jetzt hat Potter einen richtigen Wutanfall, weil ihm gerade durch die Explosion sein Kaffee ins Gesicht geschwuppt ist. Ja, nicht nur ins Gesicht. Ich glaube, er hat auch was in den Schritt bekommen. Und das ist echt unangenehm. Ja, unser Soldat mit den vielen Schläuchen hat die nächste Panikattacke. Tja. Der dreht jetzt ganz durch. Und ja. Und während Hawkeye kaum mit dem Patienten fertig wird, regt sich Margaret darüber auf, dass er sie wohl begrapscht hat. Und sie zieht eine Spritze auf. Sie betäubt da jetzt in Fleischen, oder? Nee, scheinbar nicht. Nein. Ich hatte es jetzt auch überlegt. Ah, nein. So, der Patient ist sehr schnell außer Gefecht. Naja, das kommt tatsächlich aufs Narkosemittel an, aber das geht. Ja, das waren doch die guten alten Sachen, die ihn umgebracht haben. Ja, sie soll jetzt die Schläuche überprüfen. Und die Explosionen haben aufgehört. Stille. Friedlich. Sehr gut. Da ist gerade eine Dose mit Bohnen explodiert, die auf dem Herd stand. Ja, und zwar die Zweite Weltkriegsbohnen waren das. Genau. Von vorher aus dem Messezelt. Und jetzt gucken Hawkeye und Margaret ein bisschen komplett beschmiert und betröppelt in die Kamera und Hawkeye probiert die Bohnen. Von Margarets Nase. Ja, das sind 43, ein sehr guter Bohnenjacke. Aber Margaret lacht wenigstens.
Ja, es ist nun der nächste Morgen, es ist neblig im Camp. Und wir haben den den blutleeren Patienten nochmal repariert und scheinbar geht es jetzt auch aufwärts. Und man sieht sehr, dass diese Campaufnahme nicht im Camp gedreht wurde, sondern im Studio, weil der Hintergrund so eindeutig gezeichnet ist. Und Margaret geht in ihr Zelt und erwischt, sie erwischt Frank, wie er schlafend in ihrem absolut zerstörten und durchwühlten Zelt sitzt. Und sie ist sauer. Völlig zu Recht. Ja. Ich finde den Deutschtitel dieser Folge Guter Schuss, Margaret, sehr unpassend. Ja, ich habe tatsächlich eigentlich damit gerechnet, dass der Shellshock-Patient durchdreht und irgendwie deswegen hätte das Sinn gemacht, wenn sie jetzt Hawkeye betäubt hätte. Oder so. Also das ist wirklich ein komischer Titel. Ja, das stimmt. Ja. Aber es war eine lustige Folge, muss ich sagen. Ja. Unspektakulär, aber... Ja, sie ist jetzt auch schon wieder rum. Super okay. Also ich beschwere mich nicht. War solides Mittelmaß, würde ich für mich sagen. Ich würde für mich auch behaupten, 5 von 10 in die Haare gesteckte Bleistifte. Ja, genau das würde ich auch sagen. Nur, dass ich 5 von 10 Zweite Weltkriegsbohnen habe. Okay. Gut, das war also schon die 4. Folge der 4. Staffel. Wir hören uns wieder zur 5. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Es war wieder sehr schön, Dela. Ja, mit dir auch. Es war mir eine Ehre und ich bedanke mich bei euch. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.